So, hallo Leute und herzlich willkommen hier zur ersten Folge Minecraft auf dem neuen Highland-Server oder Heihnachten. Wieso habe ich da gerade delete das bitte, danke. So, du hast eine Ender Chest hier eingestellt, Fragezeichen. Ja. Okay. Ja, ich habe den Treuhandshop wieder aufgebaut. Ich werde es diesmal so handhaben, wie es Gürke im letzten Projekt angenommen hat, dass ich es handhaben werde, dass wenn ganz viele Diamanten für eine Person kommen, dann ich einfach einen sehr großen Troll machen werde und nicht ganz viele kleine. Und ja, die erste Person, die getrollt wird, ist der gute Blimp. Ich meine, dass der hier wohnt. Oder? Ist nur ein Wohnschild. Gurke? Ja, was ist? Blimp wohnt da bei diesem hängenden komischen Teil da Ja, er ist dieses weiter nach komische oben. große runde Ding da. Rund. Ist relativ rund bei ihm. Ja, okay. So, was machen wir für den lieben Blimp? Au. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, worauf das hinauslaufen wird bei den Items, die ich im Inventar habe. Was ist das hier? Oh. Hier wohnt direkt jemand anders daneben. Okay. Wohnt über Blimp jemand? Weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Kann sein, dass es dein kleiner Bruder ist oder so. Ich weiß nur, ja, dieses runde Ding, wo die Villager unten drin sind. Ja. Das gehört ihm. Nee, Bär wohnt direkt dahinter. Nee, drüber sieht es nicht so aus, als würde irgendjemand wohnen. Da mache ich es drüber. Wenn ich da hochkomme. Hier ist eine Eisentür. Hier ist hier, das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Hier ist ein Villager. Das sieht so ein bisschen nach Plasma aus. Für mich sieht einfach alles, was unordentlich ist, nach Plasma aus. So. Ui, hier ist Kohle.
Jetzt. Ich habe noch nicht so viele Ressourcen, das heißt, ich werde hier eine sehr einfache Glock machen. Das hört man nicht so weit weg, aber ich hoffe, dass man es bei ihm unten hört. Oh, die Glocken sind einfach das Nervigste. So. Perfekte Soundkulisse. Blimp, getrollt. Ich hoffe, der hat Sound an. Gucke. Hä? Weißt du, ob der Sound an hat? Keine Ahnung. Wenn er Sounds aushält, dann nervt es vermutlich jeden anderen mehr als ihn. So, danke fürs Zuschauen und ciao.